Das ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen, dem Dacia Duster SCE 115 4x2 ist Essential. Und der Dacia Duster ist ein SUV aus dem Segment der Kompaktklasse. Drei Mitbewerber wären zum Beispiel der Nissan Qashqai, der Jeep Renegade oder der Hyundai Tucson. Der Dacia Duster wurde als zweite Produktgeneration im September 2017 in Frankfurt auf der IAA erstmalig vorgestellt. Er wird in Pestini, Rumänien gebaut, aber auch in Kolumbien, Brasilien und Russland. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat er 3 von 5 Sternen bekommen. Der Dacia Duster hat einen Basispreis von 11.490 Euro. Unser Testwagen in der Ausstattungslinie Essential mit allen Optionen kostet 14.020 Euro. Einen Link zur Konfiguration findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Unser Dacia Duster hat einen 1,6 Liter reinen Vierzylindermotor unter der Haube. Er leistet 114 PS und hat ein maximales Drehmoment von 156 Newtonmeter, die bei 4000 Umdrehungen pro Minute anliegen. Geschaltet wird mittels einer 5-Gang-Handschaltung. Unser Testwagen hat Frontantrieb. Der Dacia Duster ist CE 115 4x2, beschleunigt von 0 auf 100 in 11,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 172 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 6,6 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 149 Gramm pro Kilometer. Vollbetankt mit 50 Litern Super kommt man im Idealfall 750 Kilometer weit. Optional kann man den Dacia Duster auch noch in einer LPG-Version bestellen. Zudem stehen 2 weitere Benziner und 2 weitere Diesel zur Verfügung. Unsere Ausstattungslinie ist Essential, ist die zweitniedrigste von insgesamt 5 Ausstattungslinien, die Dacia anbietet für den Duster. Bei allen Ausstattungslinien haben wir Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Bei der Essential kommen dann zusätzlich die Halogen-Nebelscheinwerfer dazu. In der Basis steht der Duster auf 16 Zoll Stahlfelgen, so auch unser Testwagen. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Dune Beige, ist eine von 10 Farben, die man zur Auswahl hat. Und wir haben hier eine Bodenfreiheit von 21 cm. Ja, so klingt der Dacia Duster. Unten hat er einen Auspuff, der ist auch gut zu sehen. Oben auf dem Dach haben wir eine kleine Stummelantenne, die kann man auch abschrauben. Die dritte Bremsleuchte befindet sich oben hinter der Rückscheibe. Und alles, was ihr hier gerade in Aktion seht, an Lämplein, das sind alles kleine Glühbirnchen, also keine LED-Technik. Mit der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug fair- und entriegeln. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Dacia Duster Essential. Ich fange sofort an mit dem Materialcheck für euch. Und es ist ziemlich egal, wo ich hier hinklopfe. Wir haben überall harten Kunststoff. Und selbst die Oberfläche ist fast überall gleich. Lediglich das Infotainment-System ist anders eingefasst. Auch in der Tür haben wir harten Kunststoff überall. Und das gilt auch für die A-Säule. Auch die besteht aus hartem Kunststoff, die Innenverkleidung. Lediglich das Dach, das ist dann mit Filz bezogen und darunter spüre ich so eine leichte Pappschicht. Die Sitze hingegen sind mit Stoff bezogen. Ja, seht ihr hier. Dacia will ein preiswertes Auto anbieten, dementsprechend ist auch die Materialwahl. Andere Leute sagen, es ist alles sehr robust ausgekleidet hier. Schauen wir uns mal die Bedienelemente an. Hier oben 3 Lüftungsdüsen, die kann ich frei verstellen. Aber den Luftstrom kann ich nicht regeln, ich kann sie nur auf und zu klappen. Das gilt nicht nur für die, sondern auch für die äußeren. Darunter dann die Radioeinheit als Doppel-DIN, als Besonderheit hier ein USB-Anschluss. Der funktioniert auch mit dem System und ein AUX-In-Eingang. Darunter dann eine Schalterleiste mit dem Warnblinkschalter, den man gut erkennen kann. Der ist mittig angebracht, schimmert auch rot, alles gut. Im weiteren Verlauf haben wir dann die Steuerung der Klimatisierung. Wir haben also hier eine Klimaanlage und die Schalter sind aber eher rudimentär. Zwischen Schalthebel und Handbremse habe ich dann noch die Möglichkeit, den Speedlimiter anzuschalten.
Hinter dem Lenkrad finden wir einmal die Steuerung fürs Infotainment-System, also die Lautstärke und alle möglichen Funktionen. Darüber dann der Scheibenwischer vorne und hinten und auf der anderen Seite der Lichtschalter, also der Blinker im Prinzip, an dem ich aber auch das Licht und die Nebelscheinwerfer aktivieren kann. In der Tür sind dann noch zwei elektrische Fensterheberbedienelemente. Im Dunkeln sind die Schalter beleuchtet. Und so sehen die Armaturen aus. Und das war es auch schon. Der Wagen ist halt sehr einfach ausgestattet. Das Lenkrad hat ebenfalls eine Kunststoffummantelung. Und wir haben ein paar Schaltflächen hier. Auf der linken Seite habe ich die Möglichkeit, den Begrenzer zu regeln. Und auf der rechten Seite eine Wippe, um den Bordcomputer zu steuern. Das Lenkrad lässt sich im Übrigen manuell verstellen. Und das ist hier der Radius, wie ihr seht. Hinter dem Lenkrad dann das Cockpit. Ich starte den Motor einmal. Ihr seht zwei Rundinstrumente. Links den Drehzahlmesser, rechts den Tachometer. Dazwischen ein Bordcomputer und über die Wippe am Lenkrad kann ich hier durchschalten. Das mache ich auch einmal, damit ihr die ganzen Meldungen einmal gesehen habt. Sehr rudimentär. Aber er bietet auch noch die Außentemperatur und die Uhrzeit. Des Weiteren unten die Tankanzeige. Und darüber seht ihr das Fahrprogramm Eco und auf der linken Seite der Schaltknüppel. Da kommt dann eine Schaltempfehlung, wenn man nicht früh genug schaltet. Damit wir das nicht vergessen, einmal die Hupe. So hört sich die Hupe im Dacia Duster an. Was das Platzangebot angeht, den höhenverstellbaren Fahrersitz habe ich ganz nach unten gestellt. Ich presse mich mal in den Sitz und bekomme hier locker eine Faust zwischen meinen Kopf und die Decke. Auch zur Seite habe ich angenehmen Platz. Und die Sitze, ich bin auch längere Strecken mit den Sitzen gefahren. Erst war ich skeptisch, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass die durchaus langstreckentauglich sind. Sitze kann ich manuell natürlich verstellen, nach vorne und nach hinten. Und um die Lehne zu verstellen, habe ich hier so ein kleines Hebelchen. In den beiden Außenspiegeln sehe ich eine ganze Menge und auch die Heckscheibe kann ich im Innenspiegel mit einem Blick erfassen. Was die Rundumsicht angeht, von der A-Säule, hier wieder die A-Säule, B-Säule, C-Säule und die D-Säule da hinten ist ein bisschen breiter. Trotzdem finde ich, dass das Auto sehr übersichtlich ist. Und ich habe hier mit Absicht mal mein Handy hängen lassen, weil wir ja kein Navigationssystem haben. Und die Scheibe ist auch groß genug, dass man mit einer Handyhalterung hier bequem sein Smartphone anbringen kann und das zum Navigieren nutzt. Der Dacia Duster ist ein sehr preiswertes Auto. Somit ist die Ausstattung natürlich auch sehr einfach, aber zweckmäßig. Man kann alles gut bedienen, alles funktioniert sehr ordentlich und ich finde bemerkenswert, wie übersichtlich der ist. Dann möchte ich euch hier gerne die ganzen Ablagemöglichkeiten im Dacia Duster präsentieren. Ich fange wie immer an mit der Türtasche. Hier habe ich meine Musterflasche, die passt hier gerade so rein. Also eine Literflasche wird schon knapp. Und ich habe bis hier hinten Platz in der Türtasche. Unter den Lüftungsdüsen habe ich hier so eine Mini-Ablage. Ich weiß nicht wirklich, ob die als Ablage genutzt werden soll. Aber weiter drüben, hier habe ich sogar eine kleine rutschfeste Matte. Da kann ich auf jeden Fall einen Schlüssel oder ein bisschen Kleingeld unterbringen. Unter dem Infotainment-System habe ich dann die nächste Ablage. Hier nutze ich den 12-Volt-Anschluss. Das ist auch ein kleiner Becherhalter. Da passt wirklich ein Kaffeebecher rein. Man muss allerdings gucken, wenn man hier so einen Zigarettenanzünder zu USB-Ladegerät nutzt, dann ist sich das halt ein bisschen im Weg. Das ist rutschfest, aber auch harter Kunststoff. Zwischen Schalthebel und Handbremshebel habe ich hier nochmal so eine kleine runde Ablage, von der ich nicht weiß, wofür ich sie nutzen soll. Dann neben der Handbremse ist auch nochmal ein Fach mit Hartplastik geriffelt. Und im hinteren Bereich habe ich dann nochmal einen Flaschenhalter. Hier passt meine Musterflasche so gerade eben rein, aber auch eben nur so gerade eben. Passt aber für halbe Liter Flaschen. Das Handschuhfach bietet hier so ein kleines Extrafach. Und ist auch ganz schön tief, das sieht man glaube ich. Das Bordmaterial ist bis da hinten rein verstaut. Eine Beleuchtung kann ich allerdings nicht sehen. In der Sonnenblende ist neben dem Make-up-Spiegel ein kleiner Clip integriert, in der ich Tickets stecken kann. Der Make-up-Spiegel selbst ist groß, aber nicht beleuchtet.
Die Sonnenblende kann ich auch zur Seite klappen und habe dann allerdings hier noch eine Hand bereit, wo Sonne dann von der Seite einfallen kann. Es gibt keine Leseleuchten, sondern das ist die Innenbeleuchtung und auch gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung. Ja, auch die Ablagen sind alle rudimentär vorhanden. An der einen oder anderen Stelle würde ich mir natürlich noch eine Gummimatte wünschen, damit das wirklich ein bisschen rutschfester ist und die Sachen nicht alle hin und her klappern. Einmal ganz kurz das Infotainment-System und wie ich es filme. So sieht das Radio aus. Ich kann lauter und leiser stellen, habe hier unterschiedliche Tasten. Navigationssystem ist nicht dabei, aber ein CD-Laufwerk. Ich kann hier zwischen AM und FM umschalten, mir unterschiedliche Sender raussuchen. Dann haben wir hier am Bilsterberg nicht so einen wahnsinnig guten Empfang. Und diese dann auch über die Tasten abspeichern. Habe ich jetzt programmiert. Dazu könnte ich noch Media wählen. Im Moment ist nichts verbunden, aber wenn ich jetzt mein iPhone hier verbinde mit dem Gerät, sagt er mir iPod erkannt und spielt sogar die voreingestellte Musik von Spotify ab und gibt mir darüber hinaus sogar Fragmente aus dem Titel, aus der Titelbeschreibung bzw. Titelinterpret hier an. Ich kann auch mein Telefon verbinden über Bluetooth, wenn ich denn möchte, und mache das dann entsprechend und kann das Fahrzeug auch mit der Freisprechanlage hier nutzen. Und jetzt schauen wir uns die Rücksitzbank gemeinsam an. Ja, so sitze ich auf der Rücksitzbank hier im Dacia Duster. Das Platzangebot ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ich kann meine Füße komplett unter den Fahrersitz schieben, obwohl der ja auf der tiefsten Stufe sitzt. Wenn ich das tue, drücken meine Schienenbeine allerdings unten so ein bisschen ans Sitzgestell, aber das ist auch nicht so schlimm. Und ich habe sogar noch ein bisschen Platz für meine Knie oder ein bisschen Beinfreiheit hier. Allerdings sind die Rücksitze nicht hart verschallt, sodass ich gegebenenfalls dem Fahrer meine Knie in den Rücken bohre. Zwischen meinen Kopf und den Himmel passt immer noch eine Faust, also auch nach oben sehr angenehm. Und ich kann ganz bequem die Rücksitze, die Kopfstützen erreichen. Um die Fenster hinten zu öffnen, muss man noch selbst kurbeln. Und die Fenster lassen sich leider auch nicht vollständig versenken, sondern so eine kleine Kante bleibt hier noch drin. Ja, unstrittig, dass es hier einen manuellen Einklemmschutz gibt. Der Bezug der Rücksitze, das entspricht den Vordersitzen. Und auch in der Tür habe ich die gleichen Materialien. Das ist ebenfalls hier alles harter Kunststoff. Was die Ausstattung angeht, in die Türtaschen passt meine Flasche nicht rein, aber trotzdem hat man da ein bisschen Platz und die Griffschale könnte man auch noch als Ablage nennen. Oben habe ich nur einen Haltegriff und unter der Decke eine Einstiegsbeleuchtung. Und sonst zwischen den Vordersitzen finde ich jetzt hier auch nochmal zwei Ablagen, die hatte ich euch eben von vorne schon mal gezeigt, aber hier könnte ich natürlich auch meine Getränke abstellen, wenn ich auf der Rücksitzbank sitze. Der Gurt für den mittleren Sitzplatz im Übrigen, den ziehe ich von hinten nach vorne und schneide mich dann aber hier trotzdem wie mit einem Dreipunktgurt an. Ja, die Ausstattung hinten ist ebenfalls einfach, genau wie vorne. Dafür ist das Platzangebot doch ausreichend, nicht üppig, aber ausreichend, sodass man hier bequem mit vier Erwachsenen oder zwei Erwachsenen und zwei Kindern unterwegs sein kann. Die Gurtlänge auf der Rücksitzbank ist nicht üppig, sollte aber ausreichend, um Kindersitze und Babyschalen anzuschnallen. Die Isofix-Halterungen auf der Rücksitzbank verbergen sich hier einfach zwischen den Polstern als einfacher Bügel. Und die Gurtschlösser sind nicht wirklich starr, aber ich denke trotzdem, dass sich da kleinere Kinder noch alleine anschnallen können. Um den Beifahrer-Airbag zu deaktivieren, muss ich die Beifahrertür öffnen und kann dann hier durch Reindrücken das einfach deaktivieren. Allerdings bietet der Beifahrersitz keine eigenen Isofix-Halterungen. Mittig unter dem Dacia-Logo finden wir einen Taster und dann kann ich die Kofferraumklappe öffnen. Es gibt keinen elektrischen Antrieb. Dann werfen wir mal einen Blick in den Kofferraum, die Ausstattung. Ich habe hier eine Beleuchtung und einen Haken für Taschen im oberen Bereich. Auf der anderen Seite auch nochmal einen Haken. Die Verbandstasche mit Warndreieck kann ich hier per Klettverschluss anbringen. Unter dem Teppich befindet sich gar nichts, sondern der Boden, denn das Reserverad ist unterhalb des Kofferraums angebracht. Dann haben wir hier noch Zurösen. 1, 2, 3, 4.
Im oberen Bereich lediglich zwei Griffschalen. Die Hutablage wird durch eine einfache Lasche verbunden und dann ist sie hier in der Mitte nochmal festgesetzt und im hinteren Bereich aber nur gesteckt. Vom Material her leichte Presspappe. In den Kofferraum des Dacia Duster passen 445 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es sogar 1478 Liter. Die Ladefläche ist, wie ihr seht, aber nicht ganz eben. Mein 28 Zoll Rennrad habe ich hier einladen können, ohne die Räder auszubauen. 450 Kilo darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Optional gibt es eine Anhängerkupplung, mit der darf ich dann Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 1,4 Tonnen ziehen, wenn der Hänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf eine Zuglast von 625 Kilogramm. Mein Fahreindruck beginne ich wie immer mit dem Wendemanöver hier in Bielefeld in der Kraxer Straße. Der Wagen kommt ja ganz ohne Parkpiepser und Rückfahrkamera aus. Da kann man auch ein bisschen schummeln, aber er hat auch nur einen Wendekreis von 10,2 Metern. Ist also schön kompakt in der Stadt zu handeln. 1,5 Lenkradumdrehung zum Lenkanschlag, also 3 von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wir haben zwei Fahrprogramme, Normal und Eco. Und bei Eco merkt man, wenn er da aufs Gas drückt, dann ruft er halt nicht die volle Leistung ab. Nehme ich aber mal wieder raus, um hier einmal den Zwischensprint zu machen. Ja, und die 100 erreiche ich so leidlich. Nein, erreiche ich schon vor dem 70-Schild noch ein Stückchen weiter. Der kleine Motor ist jetzt nicht für Sprints gedacht. Für die Stadt, finde ich, ist es allemal ausreichend. Da passt das alles. Aber man merkt das sofort auf der Landstraße. Da fehlt ihm dann die Leistung. Wenn man mal einen Laster vor sich hat, der mit 80 ordentlich fährt, dann kann man den schlecht überholen. Und das Gleiche gilt auch für die Autobahn, für die linke Spur. Da tut man sich halt auch schwer, mal eben zwischenzukommen in eine Lücke. Die Schaltwege der 5-Gang-Handschaltung hier sind gar nicht mal so lang, aber jetzt auch nicht kurz und knackig. Viel wichtiger bei dem Fahrzeug, die Schaltkulisse funktioniert gut. Das ist alles präzise, man verschaltet sich nicht. Und die Abstimmung der Gänge finde ich auch sehr ordentlich. Man kann im 5. Gang wirklich fast alles erledigen. Nur wenn man beschleunigen will, dann muss man halt in 4. zurückschalten. 55 jetzt über die Fahrwerkstrecke, hier die beiden Dehnfugen und danach kommen dann die Wellen. Ich finde, dass das Fahrwerk eigentlich sehr angenehm abgestimmt ist. Ja, es ist kein Luftfahrwerk, aber gerade in dem Segment zu dem Preis, finde ich, federt er doch viel ab, wobei ich hier die Bodenwellen schon eher spüre als bei anderen Fahrzeugen. Die Sitze nehmen aber auch noch ein bisschen was weg von dem, von den Wellen und von daher finde ich, auf langen Strecken hatte ich das Gefühl, dass ich doch sehr komfortabel vom Fahrwerk unterwegs bin. Vorne ist unser Duster mit Scheibenbremsen ausgestattet, hinten mit Trommelbremsen. Wir haben eine manuelle Handbremse und die Bremse lässt sich aber gut dosieren. So, nochmal so eine halbwegs schnelle Kurvenfahrt. Kommt die Kamera mir entgegen, die Sitze bieten so gut wie gar keinen Seitenhalt. Und man merkt auch, dass das Fahrzeug für sowas nicht gemacht ist. Die Lenkung an sich ist auch nicht besonders direkt, aber man hat auch gar nicht so viel Spiel in der Mitte, also man kann schon präzise lenken. Was die Geräuschkulisse angeht, ich fahre jetzt 100 km/h im 5. Gang bei 2500 Umdrehungen. Und wenn wir ehrlich sind, bei 90 setzen die Windgeräusche schon ein, also sind sie auch bei 100 zu vernehmen. 120 jetzt bei 3000 Umdrehungen, die Windgeräusche sind nochmal lauter geworden. Jetzt bei 3500 Umdrehungen und jetzt fange ich auch schon an, leicht meine Stimme zu heben. Das sind jetzt gut 160 bei 4000 Umdrehungen. Jetzt sind die Windgeräusche schon wirklich laut, dass ich meine Stimme deutlich hebe. Einmal von 80 auf 120 im höchsten Gang, das ist ja immer mal gewünscht gewesen.
Deutlich zügiger geht es natürlich, wenn man zurückschaltet. Ich bin jetzt fast 1500 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren, komme auf einen Durchschnittsverbrauch von 8,1 Liter. Der NEF-Verbrauch ist ja mit 6,6 Litern angegeben. Oder was, WLTP? Jedenfalls bin ich da 1,5 Liter drüber. Ich muss aber sagen, dass ich selten schneller als 130 gefahren bin mit dem Wagen, weil ich finde, dass das schon die angenehmste Reisegeschwindigkeit ist. Zusammengefasst, 114 PS ist natürlich nicht viel, gerade auch in der heutigen Zeit. Wenn man sich damit begnügt, dass man eher so mit 120, 130 unterwegs ist auf der Autobahn und sonst viel Stadt- und Landstraße fährt, reichen die vollkommen aus. Allerdings ist das schon mal seit langem das erste Auto, wo ich auf der Autobahn des Öfteren am Berg zurückschalten musste. Man vertut sich auch immer sehr schnell. Ich bin meistens mit der Eco-Taste gefahren. Da spart man dann ja ein bisschen Sprit, aber wenn man dann die Leistung braucht, dann muss man die halt auch wieder ausschalten, um dann den letzten Push beim Überholen doch noch zu bekommen. Und gerade auf der Autobahn muss man schon gucken, was da von hinten alles angerauscht kommt, wenn man mal von der rechten auf die linke Spur wechseln will. Aber für den Standardverkehr, für den Standardgebrauch, Landstraße, Stadt, ein bisschen Autobahn, reicht der auch vollkommen aus. Ja, mit allzu viel Assistenzsystem wartet der Dacia Duster hier nicht aus, zumindest nicht in unserer Ausstattungslinie. Das Einzige, was wir haben, ist ein Begrenzer. Den kann ich aktivieren hier über einen Knopf neben dem Handbremshebel und kann damit halt das Tempo einstellen, was ich nicht überschreiten möchte. Ich habe das überraschend oft genutzt in dem Fahrzeug, weil in den Baustellen in der Stadt, wenn man nur das hat, gewöhnt man sich dran und dann nutzt man es entsprechend auch. Das ist das Enzo, unser Videokaufberatung zum Dacia Duster SCE 115 4x2 S Essential. Zwei Punkte, die mir gut gefallen hat. Einmal natürlich der Anschaffungspreis. Man bekommt nicht besonders viel an Ausstattung, aber 14.000 Euro oder in der Basis 11.490 Euro ist erstmal eine Ansage. Wenn man da noch ein bisschen was runterhandelt, preiswerter kann man in Deutschland quasi kein Auto kaufen. Wenig Ausstattung, aber man kommt mit dem Fahrzeug trotzdem von A nach B und das mal gar nicht schlecht. Ja, und die zweite Sache, die ich gut finde, ist die Übersichtlichkeit. Man denkt das gar nicht, wenn man hier die steigende Schulterlinie sieht. Aber auch im hinteren Bereich finde ich den Wagen durchaus übersichtlich. Lässt sich gut wenden. Ich verstecke mal noch ein drittes Top. Ein Wendekreis von 10,2 Meter kann sich sehen lassen. Der lässt sich wirklich schön und einfach fahren. Ja, zwei Punkte, die mir gar nicht gefallen haben. Einmal die manuell zu verstellenden Innenspiegel. Gerade auf der rechten Seite, wenn man häufiger das Auto tauscht mit einer anderen Person, die eine ganz andere Einstellung hat, ganz anderes Setup hat, groß gegen klein zum Beispiel, ne? Dann muss man sich jedes Mal da so rüberbeugen und das ist wirklich ja nicht mehr zeitgemäß und dann lässt man es wahrscheinlich und das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, wenn man nicht vernünftig nach hinten sieht über den rechten Außenspiegel. Der zweite Punkt ist die Motorisierung. Der Motor ist nicht wirklich durchzugsstark. Wenn man auf der Landstraße hinter dem Laster festhängt, dann bleibt man da auch hängen, den kann man nicht überholen und auch auf der Autobahn sollte man sehr genau die linke Spur im Auge behalten, wenn man mal ausscheren will, damit man niemanden ausbremst. Ja, rundum das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt verabschiede ich mich wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan.